Da ist er wieder, der Kelvin. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem kurzen, knackigen, spontanen Video, was ich auch wieder in die Kategorie Vlog einkategorisieren würde, weil ganz ehrlich, das sind jetzt nicht hier die professionellsten Tutorials, die ich euch hier zeige, und ich will das alles ein bisschen lockerer aufziehen, also so ein bisschen im Smalltalk. Auch nicht so, dass jedes Video für sich selbst steht. Deswegen sage ich jetzt schon mal danke für das ganze Feedback. Für das ganze Feedback unter dem letzten Video. Da bin ich ja so ein bisschen mal wieder mit Dodge and Burn ausgeflippt. Und heute will ich euch mal was zeigen. Und zwar habe ich das Problem als Bartträger. Warte mal, ich muss mal das ganz kurz wegmachen. Als Bartträger habe ich manchmal hier so Fussel. Beziehungsweise nicht nur als Bartträger, sondern sogar auch als Hundebesitzer, ne? Kann sein, dass auf manchen Bildern manchmal so Fussel sind, so Flecken und so weiter. Ich zeige euch mal ein Bild. Das Bild hat mein Sohn von mir gemacht. Das blende ich euch mal ein. Und wenn man jetzt, ich meine, auf Social Media sieht man es jetzt eigentlich nicht, aber wenn ich jetzt hier näher rangehen würde, dann seht ihr das, wie mein Oberteil aussieht. Also das sind so Bartschuppen, ne? Also die wollen wir da ja nicht drauf haben. So, und die machen wir jetzt weg. Und meine Frage an euch wäre jetzt, und zwar ganz ehrlich, wie würdet ihr die jetzt wegmachen? Also Bereichsreparaturpinsel, ne? Ohne Quelle aufnehmen, einfach nur so ein bisschen durchklicken, wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber eine schöne Funktion in Photoshop, die ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren erst 10, 20 Mal genutzt habe, und die ist dafür einfach perfekt. Und die will ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil ich habe dieses Bild für Social Media optimiert. Und dann habe ich diesen besagten Filter mal genutzt, den man eigentlich so selten anwendet. Also, ich dupliziere mal die Ebene und jetzt gehen wir mal in die Filter. Und das Ganze ist ein Rauschfilter, der heißt Staub und Kratzer. Jetzt würde man sagen, ja Kelvin, du hast ja keinen Staub, keine Kratzer auf dem Oberteil. Wobei, Staub kommt vielleicht hin. Egal, den wählen wir jetzt mal. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, mit dem Radius und mit dem Schwellenwert eine Kombination einzustellen, wo sich die unterschiedlichen Pixel dann quasi auflösen. Ne? Und da muss man jetzt ein bisschen herumexperimentieren. Also wenn du jetzt beim Schwellenwert zum Beispiel auf 0 gehst und bei den Pixel oben gehe ich jetzt mal auf 5. Jetzt siehst du schon, dass diese Fussel im Oberteil weg sind. Das ist schon mal geil. Jetzt würde ich im nächsten Schritt eigentlich noch ein Rauschen drüber legen, damit die Struktur von dem Oberteil wieder zurückkommt. Aber hier gibt es den Schwellenwert. Ihr könnt auch einfach die Zahl markieren und dann mit der Pfeiltaste nach oben, weil dann werdet ihr merken, kommt so wieder ein bisschen Schärfe zurück. Ne? Also ich gehe jetzt mal noch höher. Es ist wirklich nicht viel. Ups, das war zu viel. Auf einen Schlag war auf einmal wieder alles da. Ne? Also da kann man auch ein bisschen herumexperimentieren. So, ne? Der hat jetzt ein bisschen nachgezogen. Jetzt ist es da. Ne? Der braucht immer ein bisschen. Das ist ein rechenintensiver Filter. Aber ich finde, guck mal, die Schrift ist jetzt schon wieder da, weil hier hat er die Schrift jetzt korrigiert, weil die in einem anderen Tonwertbereich liegt. Jetzt können wir mal hier schauen, wenn wir hier mal auf 6 gehen, auf 7, vielleicht gehen wir sogar auf 4. Ja, bei 4 sind schon wieder so ein paar Flecken da. Also ich würde sagen, wir nehmen mal so 6 und hier unten können wir mal noch so ein bisschen runtergehen. Gehen wir so mal auf 19, okay? So, boom. Schauen wir uns einen Vor- und Nachher-Vergleich an. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ich finde, das sieht geil aus. Was man jetzt noch machen kann, ich brauche jetzt in dem Fall noch nicht mal irgendwie ein Rauschen hinzufügen. Ich könnte jetzt einfach sagen, pass mal auf, ich schärfe dieses Oberteil einfach ein bisschen nach, ne, damit so diese Struktur wieder so ein bisschen zurückkommt. So in etwa. Und wenn man jetzt vor, ich gucke nur aufs Oberteil hier, auf die schlimme Stelle, finde ich geil. Ne? Es geht natürlich hier und da ein bisschen Schärfe flöten. Das heißt, ich würde mir jetzt mit einer schwarzen Maske erstmal wieder die ganze Ebene ausblenden. Und wie gesagt, die Bilder sind für Social Media. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt auch hier rumretuschieren und so weiter und mit dem Reparaturpinsel. Aber ganz ehrlich, jetzt male ich hier so ein bisschen
über die Stellen drüber. Und das Schöne war, dadurch, dass ich jetzt nicht, seht ihr, wenn man da drüber kommt, kehre ich die Vorder- und Hintergrundfarbe wieder um. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Wobei ich halt behaupte, dass man das auch nicht auf Social Media sehen würde. Mir geht es wirklich nur, also selbst wenn ich jetzt so machen würde, denke ich mal, wäre noch alles relativ im grünen Bereich. Wir können hier die Deckkraft ein bisschen rausnehmen. Im Bad soll es natürlich nicht sein. Ne? So, also das sieht meiner Meinung nach schon ganz passend aus. Aber das ist schon eine geile Funktion, um einfach so ein paar Flecken zu entfernen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal genutzt in der Vergangenheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, selten. Aber vielleicht habt ihr ja andere Bilder. Ich meine, jetzt sind wir bei einem Porträt. Nehmen wir mal Still-Life-Fotografie, Oberflächen, Staub. Also du machst trotzdem alles vielleicht total sauber, aber das sind so ein paar Fussel oder bei Brillenträger. Ich bin ja auch hier ein Brillenträger, also zumindest mal auf diesem Bild. Da habe ich jetzt nicht so Flecken drauf und so weiter. Die Kappe könnte man vielleicht nochmal mit einem anderen Wert bereinigen. Also das ist schon eigentlich eine ganz schicke Funktion. Staub und Kratzer, Autos vielleicht und so weiter. Ja, ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Vielleicht erwischt dieses Video ja jemanden, wo sagt, geil, wusste ich gar nicht, kannte ich gar nicht, hilft mir. Ha, da hat es doch gelohnt. Freunde, bis zum nächsten Mal. Einfach. Bis dann.